Leute, und herzlich willkommen zurück bei The Road to the Sunken King DLC mit Gavlan und mir hier in der Niemandswerf bei Dark Souls 2. So, das wollte ich sagen. Nee, eigentlich nicht. Aber egal. Egal, Niemandswerf. Yay! Ach ja, eigentlich wollte ich euch noch was zeigen, aber das werde ich jetzt von hier wahrscheinlich nicht sehen, oder? Man kann nämlich die Glocke in der Niemandswerft schon viel, viel eher läuten. Da ist nämlich die Glocke. Als wie, dass man da überhaupt hinkommt. Man kann die sogar von da unten anschießen. Von ganz, ganz unten. Also von hier quasi, wenn man reinkommt in den Level und von dem Fahrerstein aus. Man guckt mal. Ich probiere das jetzt mal aus. Angeschlossen, das Ding schlägt und jetzt müsste das Schiff auf Dauer. Yep. So kann man das Schiff schon viel, viel eher triggern. Bringt einem zwar nicht so viel, weil man muss trotzdem noch das Gebiet latschen, aber hey. Ist ein nettes Gimmick, finde ich. Dass man daran gedacht hat, dass es auch so gehen muss, ja. Finde ich nett. Dum, 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 dum. Die Schiffsglocke ist so dermaßen cool. So, auf dem Schiff ist das rote Phantom, das plätten muss oder möchte. Allerdings kommen da so viele Weine, dass es nicht mehr schön ist. Muss aufpassen, wo ich hinwerte. Ja, normal macht man es per Hebel, aber es geht halt so eben auch. Und es passiert überhaupt nichts mehr. Was ich aber noch tun kann, ist den hier abballern. Dann mache ich mir das schon mal ein bisschen einfacher. Bei dem anderen sehe ich nicht hin, weil da der Mast im Weg ist. Ja, man kann sich da viel, viel Arbeit sparen, wenn man das ein bisschen eher macht. Genauso wie die zwei Typen hier unten. Hier einer. Ah, so tief kann ich nicht zielen. Vielleicht hätte ich den auch erwischt. So. Das eins. Ah, nee, Moment. Hier muss ich runter. Ich bin beinahe falsch gesprungen. Zack in den Tod! Warum auch nicht? So, aber nehme ich nochmal eine Fackel mit. Ich könnte jetzt 2,5 Stunden mit einer Fackel rumlaufen, das ist schon cool. Autsch. Das war vielleicht jetzt nicht so intelligent. Okay, das war auch nicht intelligent, aber hey, was soll man tun? Erst das Flakoscherbe, die mir nichts mehr bringt, weil höher kann ich die Dinger sowieso nicht treiben. So, mit den Lebensteinen kann ich das ausgleichen hier. Kein Problem. Flammenschmetterling und Wurfmesser. Sachen, die kein Schwein braucht, aber hey. Man nimmt's halt einfach mal mit, ne? So, wartet mal. Ich glaube, hier war das drin. Das müsste eine unsichtbare Wand sein. Ja, so ist es. Ha! Hatte ich also doch recht. Genau, 2 Truhen. Wer versteckt hier Waffen und Ausrüstung hinter einer versteckten Wand, die fast keine Sau finden kann? Wäre mal interessant zu wissen, ne? So, schwarze Feuerbomben. Kann man immer brauchen. Warte mal, sehe ich den Typen jetzt eigentlich von hier, den ich anschießen wollte? Ja, man sieht seinen Arm oder seine Waffe, aber ich kann ihn nicht anhitten. Moment. Vielleicht ja von dieser Seite. Das müsste gehen, theoretisch. Ja, geht. Wieder Arbeit gespart. Eieiei. Ich bin ein Fuchs, bin ich doch. Wir haben die da drüben, brauche ich mich nicht kümmern. Da gibt es eh nichts. Die droppen ihnen immer diese komischen Stoffkapuzen, die keiner will. Ihr müsst noch einen im Wasser legen. Ja, Hallöchen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber da vorne gibt es ein NPC für euch, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an... Oh mein Gott. An Intelligenz habt. Wenn ich hier was sehen würde.
Ich möchte da ungern ins Wasser droppen. Das kann ich den ganzen Weg nochmal laufen. Hier sitzt er nämlich. I see light. I am Kirill. Au! Was hat mich denn jetzt gehittet? Ich hab Schaden bekommen und weiß nicht warum. Ach, Bogenschütze von da vorne anscheinend. Ich sehe halt mal gar nichts, ne? Aber ich glaube, Corillian redet erst mit euch, wenn ihr einen Intelligenzwert von 6 oder 7 habt. Dann taucht den Machula auf und verkauft euch eben Spells. Nicht, was ich vergessen habe, ich habe die Abkürzung vergessen zu aktivieren. Ah, wieder zurücklaufen. Wo war das denn? Ich bin so verwirrt. Das war doch hier drin, oder? Ah, es hat bloß, ich hätte nicht runterdroppen dürfen. Das ist jetzt extremst uncool. Brauchen wir eine Fackel, ich sehe wieder nichts. Ach nee, die ist hier oben. Also Pfeile, die kann man immer brauchen. Pfeile sind nie verkehrt in dem Spiel. Ja, hier ist es. Da kann ich auch Lucatil beschwören für den Bosskampf. Ja, für die Questler müsst ihr Lucatil in jedem Bosskampf beschwören und sie muss jeden Bosskampf lebendig überleben. Dann bekommt ihr am Schluss ihrer Questline ihre gesamte Ausrüstung. Was ziemlich nice ist. Oder ich könnte sie töten, wenn ich sie mal wieder rumstehen sehe. Dann kann ich mir das Zeug kaufen, wenn ich wollte, aber hey. Ich weiß ja nicht. So, als Boss-Ablenkung sind die NPCs ja ganz praktisch, ne? Ah! Die Wegfindung des NPCs ist in der Niemandswerft nicht gerade gut, ja? Also ihr seht, da muss man immer mal wieder ein paar Meter warten. Ah, Lucatil! Nein, gegen diese Viecher kämpfen wir jetzt nicht. Komm, komm, komm. Brave Lucatil. So, jetzt wird es interessant. Jetzt spawnen nämlich haufenweise Gegner. Ich hoffe mal, das rote Phantom droppt was für mich. Da ist er. Da ist er. Na, wer wird denn eine unschuldige Maid angreifen, ha? Huh? Okay, ich bin weder unschuldig, noch bin ich eine Maid, aber hey. Wow, Lucatil checkt mich nicht so. Ich wollte gerade sagen, hat sie den schon getötet? Nee. Wenn was trinken, dann helfe ich dir. Der hat ein Zwillingsschwert. Aha! Diesmal droppt er was. Schulpen des Aurus. Ja, supi. Aber nicht das gesamte Set. Ich habe keinen Bock, den 50.000 Mal zu töten. Schulpen des Aurus. Oh Gott, ich muss hier unbedingt mal aufräumen. Eintracht, da war was. Schulpen des Aurus. Naja, wirklich gut sind die Dinger ja nicht. Ich habe meine Thronwächterstulpen wieder anziehen. Da liegt auch noch was. Und dann geht's auch schnurstracks zur Dehnwache. Dehnwache auch ein bisschen anders im New Game Plus. Die hat jetzt nämlich noch zwei Schattenwachen mit dabei. Oder zwei kleine Typen, die meinen, sie können mich angreifen. Ich fasse mal auf. Wie sieht es denn mit meiner Waffenhaltbarkeit aus? Circa die Hälfte. Da tue ich mal den Wunderring rein, dann müsste ich eigentlich mehr Damage machen. Genau, Lucatil, auf geht's. Da kommen sie, die Kleinen. Nein, jetzt schlage ich vorbei.
Nein, jetzt geht mein Wecker am Handy los. Gottverdammte Kacke. Ja, das musste jetzt sein, oder? Dummes Ding, du Dummes. Ich hab das Ding doch ausgestellt. Was soll denn der Mist? Scheiß Technik. Scheiß Handy. Kauf dir niemals ein Handy. Ah, bin ich wieder hier. Alter Schwede. Das war jetzt ein Tod, den hätte ich mir sparen können, wenn ich das scheiß Handy nicht abgelenkt hätte. Ich muss erstmal gucken, woher das Geräusch kommt mit einem Auge. Das war mehr als unnötig. Notiz an mich selbst. Nächstes Mal das Handy einfach wegwerfen, ja? Nehmen und irgendwie gegen die Wand pfeffern, bis es ausgeht. Oh! Jetzt wäre ich beinahe verreckt auch noch, ey. Da wären jetzt über 100.000 Seelen im Arsch gewesen. Braucht den Ausdauerring. Allein schon für den Bosskampf, das bringt sonst nicht. Ja, steck ich vorbei. Weil das jetzt genau das Dümmste ist, was ich tun kann, ne? Knöchelring. Damit das Schwert länger hält, bis ich zum Boss komme. Und wenn halt immer ab und zu den Hund drüber schlägt, das ist ein bisschen ekelhaft. Ha, vorbei. Ja, wobei, war ein Streifschuss. Was ist der andere? Der hat es noch nicht gecheckt, dass ich da bin. Auch gut. Finde ich gut. Okay, passt mal auf, wir machen das jetzt ganz intelligent. Ich nehme jetzt einfach die Abkürzung. Warum kann ich eigentlich hier nicht rüberspringen? Das wäre super cool. Nicht könntest du da drüber steigen, ja, das wäre das alles kein Problem. Aber nein, in Dark Souls geht das ja nicht. Das wäre ja zu einfach, wenn das gehen würde. Das wäre viel zu einfach, ne? Genau, schlag immer schön auf mein Schild, so gehört sich das, so muss das sein. Du interessierst mich jetzt überhaupt nicht, ich laufe einfach an dir vorbei. Lukatil wird das schon machen, ne? Tja. Oder auch nicht. So, Lukatil, wir haben ein Date mit der Dänenwache. Bei der ich eigentlich nicht hätte sterben sollen, aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. Jetzt muss ich dann nur auf dem Schiff aufpassen, weil da die ganzen Viecher wieder spawnen. Ah, Lukatil ist wieder zu blöd. Na komm, komm. Ah, wie sie halt immer x-beliebig irgendwo hinläuft. Ja, kommt. Kannst mir eh nix. Und du auch nicht, wunderbar. Muss ich nur aufpassen, dass ich nirgendwo runterfall, ne? Kennt ihr? Gott, ich sehe halt überhaupt nichts. Ist da noch Boden? Ja. Ah, hier ist mein ganzes cooles Zeug. Jawoll. Ist
auch sehr human gelegt eigentlich, dass das nicht unten bei der Dehnwaffe ist. Muss ich jetzt schon mal sagen, das ist sehr human von euch. Wir sind nur auf Nukatil gehen. Na gut, mir soll es recht sein, ich meine, ich habe da nichts dagegen. Tja. Probieren wir die ganze Chance nochmal. Ich muss mir bei Gelegenheit mal wieder Reparaturpulver kaufen. Da habe ich nur noch 5 Stück. Tja. Tja. Dann wechsle ich den Ring aus gegen den Ausdauerring, weil der hilft mir viel, viel mehr bei dem Kampf. Dann muss ich noch meine Waffe buffen, genau. Dann sollte das eigentlich alles machbar sein. Tja. Oh oh. Okay, den Wache ist alleine. Wunderbar. Geht halt so ein bisschen in den Nebelwand dabei. Was war denn das? Ja, den war ich über Weitem nicht mehr so knuffig wie damals. Aber auch nicht super schwer. Jawohl, das war sie schon. Die Dehnwache. Praise the Sun. Dehnwachen-Szene, wunderbar. Ja, die Schattenwachen haben jetzt nichts gedroppt, wie es aussieht, oder? Sehen ein bisschen aus wie Ninja Turtles. Nur so ein bisschen. Bei diesen Schattenwachen, die droppen nämlich auch das Schattenset. Da habe ich schon 2 Teile von 4. Da fehlt mir nur noch die Maske und die Hose, glaube ich. Oder die Stulpen, eins von beiden. Tja. Feuerball, Pyromantieflamme, ja, das sind Sachen, die habe ich schon alle. Dann können wir endlich weiter in die verlorene Bastion. Oder verlorene Bastille, wie hieß die? Ich weiß es gar nicht mehr, ich kann mir den Namen nicht merken. Verlorene Bastion, vergessene Bastion, irgendwie so. In der Ferne sehen wir sie eh schon. Ach, das wird lustig. Jetzt muss ich dann die ganzen Bosse alleine töten. Ja, stockfinster und so. Ja, ihr seht schon, der Mod hat's in sich. Der ist halt in sich. Ich brauche unbedingt eine Fackel. So, aber ich muss schon sagen, wir sind in ein paar Folgen schon ziemlich weit gekommen. Kann ich mich echt nicht beschweren. Lag hier nicht noch irgendwo was? Ach ja, hier beim Hochfahren in der Höhle, glaube ich, oder? Da komme ich so nicht hin, da muss ich wieder runterfahren. Naja, das war jetzt, glaube ich, nur ein Rapier gewesen, oder? So, hinauf, hinauf, hinauf. War hier nicht auch noch irgendwo was? Eine Seele, ein Item oder so? Ach nee, das kommt oben im Bonfire. Die verlorene Festung. War denn da die offene Tür? Da ist sie.
Hab doch gewusst, da war noch was. Alltägliche Frucht. Nicht, dass ich die brauchen würde, aber hey. Ich soll jetzt Bonfire. Warum in dieser Zelle ausgerechnet ein Weinfass liegt, das weiß ich bis heute noch nicht. Falls es ein Weinfass ist. Sieht zumindest so aus. So, zurück in Machula. Erstmal ein paar Sachen konsumieren. Da ist fast 200.000. Wo ist denn die Chanalot? Da ist die Chanalot. Halleluja. Ja, aufsteigen. Ich habe eh noch Seelen für ein Level ab. Ihr seht's. Gott, das nächste kostet 130.000. Was mache ich denn? Stärke, Kondition, Ausdauer. Ist aber nur ein Punkt. Das bringt nicht so viel. Bisschen blöd irgendwie. Bringt auch nichts. Was mache ich denn? Ich gehe wieder auf Lebensenergie. Oder Zauberei wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Da gleich bei 4 oder 5 Levels für einen neuen Slot. Für einen Slot. Ne, komm, ich mache Lebensenergie. Das sind 20 Punkte mehr. Dann habe ich noch 72.000 übrig. Ich glaube, dass ich mit denen jetzt gar nichts anfangen kann, oder? Die muss ich fast mitschleppen. You. The name. And you are a man, not... Ja, wir kennen uns schon, Leningrad. Ich war schon 50.000 Mal bei dir, aber hey. Dolch mit Blutung plus 5, ja, ist ganz schön nett. Meine Ausrüstung noch irgendwie verbessern. Nee, weil ich habe kein Glitzertitanit. Glitzertitanit. Habe ich von ihr eigentlich die Menschenabbilder schon gekauft? Ja. Nee, komm, sparen. Brauche ich alles nicht. Gut, liebe Leute, wie es weitergeht bei The Road to the Sunken King DLC, das erfahren wir in der nächsten Folge. Dann geht's in der verlorenen Festung weiter und dann gucken wir mal, ob ich nochmal sterbe oder nicht. Ich bin der Zeiger und ich sage mir mal stay tuned and so long.